Hallo und herzlich willkommen bei Linux Talk. Heute möchte ich euch den zweiten Teil von LibreOffice Writer zeigen. Thema heute: Aufzählungszeichen und Tabellen einfügen. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt oben auf das i klicken, denn darauf werden die folgenden Videos aufgebaut. Die im ersten Teil gezeigten Basics braucht ihr häufig in folgenden Teilen. Im ersten Teil habe ich zum Schluss eine Aussicht auf das heutige Video gemacht. Dies muss ich berichtigen. Es werden heute nur 2,5 Themen behandelt als ursprünglich 3 Themen, da dies sonst den Rahmen sprengen würde. Ja, es wird sonst zu viel. Zuerst schreiben wir die Überschrift Aufzählungszeichen. Aufzählungszeichen. Dann markieren wir das Wort und richten es zentriert an. Dann Enter und auf linksbündig stellen. Also markieren, zentriert, Enter und auf linksbündig stellen. Danach schreiben wir Montag bis Sonntag. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir markieren dann Montag bis Sonntag und mit STRG plus C kopieren wir dies und mit STRG plus V fügen wir dies 6-mal ein. Also STRG und C. Jetzt gehen wir mal im obigen Menüband auf Aufzählzeichen und sehen uns diese mal an. Also auf Aufzählungszeichen. Wie wir hier sehen, werden verschiedene Symbole angezeigt. Unten bei weitere Optionen, also weitere Aufzählungen, haben wir die Möglichkeit, per Bild verschiedene farbige Grafiken anzuwählen. Unter dem Punkt Optionen haben wir weitere Grafiken, indem man Bild eine Grafik anklickt und unter Option Grafik dann die Auswahl Gallery. Wir sehen dann verschiedene Zeichen, die wir wählen können. Also Bild, da haben wir die verschiedenen Symbole. Dann haben wir hier unter Symbole Grafiken Auswahl. Aus Galerie haben wir auch hier verschiedene Symbole, die wir können anwählen. Jetzt markieren wir mal Montag bis Sonntag und wählen einen kleinen Punkt an. Also markieren einen kleinen Punkt. Wir markieren nun weiter unten Montag bis Sonntag und wählen Pfeile nach rechts aus. Also Montag bis Sonntag, dann die Pfeile danach markieren wir wieder Montag bis Sonntag und gehen dann auf weitere Aufzählungszeichen, auf Bild wählen und die gelben Quadrate aus.
Also Montag bis Sonntag. Weiter Aufzählungszeichen. Bild. Und die gelben Quadrate. Wir markieren abermals Montag bis Sonntag und unter Bild und Optionen die Auswahl Gallery und auf die rote Fähnchen. Also Montag bis Sonntag. Bild. Optionen, Auswahl, Gallery. Die roten Fähnchen. Und okay. Wir markieren wiederum Montag bis Sonntag und wählen die kleinen Punkte nochmal aus. Also Montag bis Sonntag. Und die kleinen Punkte. Dann klicken wir auf Montag im Au und im Aufzählungszeichen auf das Pull-Down-Menü, um weitere Aufzählungszeichen dort die Zeichen auf Auswahl. Danach bei Schriftart und Pull-Down-Menü und so weit runter scrollen, bis wir auf Webdings kommen. Wir klicken da mal auf das Auge und sagen Einfügen. Also Montag. Weitere Aufzählungszeichen. Zeichen Auswahl. Dann Webdings. Webdings anwählen. Hier Webdings. Und dann das kleine Auge. Wenn man das jetzt gerade mal findet. Hier ist das kleine Auge. Einfügen. Okay. Wir haben jetzt gelernt, wie man verschiedene Aufzählungszeichen und Symbole einfügt. Wir kommen nun zu Nummerierungen. Wir schreiben Stefan, Alex, Bianca, Jürgen, Marina und Selina. Dafür öffnen wir wieder ein neues Dokument. Mit STRG und N. Dann Stefan, Alex, Bianca, Jürgen, Marina und Selina. Markieren das wieder und kopieren es mit STRG und C, fügen dies dreimal ein mit STRG und V. Zuerst markieren wir wieder den ersten Abschnitt, also Stefan bis Selina. Und gehen auf die Nummerierung im obigen Menüband und wählen dort die Zahlen aus. In Klammern. Also die Nummerierung, dann hier auf die normale Umklammerung. Dann wählen wir den nächsten Abschnitt an und wählen die römischen Zahlen an. Danach markieren wir wieder. Und wählen die normale Nummerierung aus. Zum Schluss markieren wir wieder den nächsten Abschnitt und wählen die Zahlen komplett umklammert ein, wie hier.
Wir kommen nun auf Gliederungen zu sprechen. Man kann sogenannte Gliederungsebenen erstellen. Wir tippen mal eine 1 ein und ein paar Mal J und drücken dann Return. Und im oberen Menüband Einzug erhöhen, also hier Einzug erhöhen, auf Aufzählungszeichen. Und den Punkt. Wir wählen hier den Punkt an. Und dann ein A, drücken Return. Und dann so lang. Durch zweimal Return drücken hebt man diese Aufzählungszeichen auf. Also zweimal Return. Dann ist dieser aufgehoben. Nun schreiben wir zweitens und Gliederungen. Gliederungen. Drücken Return. Dann auf Gliederung, also Aufzählungszeichen. Gliederung. Dann hier auf das 1, 1 Punkt, 1 Punkt, Punkt 1 und so weiter. Hier draufklicken. Dann scheint hier eine 1. Tippen irgendwas ein. Drücken Return, Einzug erhöhen, dann erscheint 1.1. Das ist wieder ein. Das sind Unterpunkte. Man kann durch Einzug erhöhen diese Unterpunkte erweitern oder mit Einzug vermindern wieder zurück an den Anfang. Wir werden jetzt mal eine kleine Gliederungsübung machen. Dafür öffnen wir wieder ein neues Dokument. Schreiben kleine Gliederungsübung. Schreiben erstens Planung Vatertag. Drücken Return, Einzug erhöhen, auf Aufgliederungszeichen, machen wir hier einmal rückgängig, Einzug erhöhen, Aufzählungszeichen, weitere Aufzählungszeichen, Gliederung, dann hier und okay. Nochmal auf Einzug erhöhen für 1.1. Dann machen wir eine Planung. Machen Einzug erhöhen für 1.1.1. Dann Strecke planen. Dann Getränke organisieren.
Brötchen besorgen. Hartwurst für zwischendurch. Neue Menschen kennenlernen. Gehen hier auf Einzug vermindern. Dringen hier Turn. Schreibe zweitens. Hier, das war jetzt falsch, was ich gemacht habe, deshalb bin ich noch mal zurück und habe dann hier auf Einzug vermindern gemacht, dass wir den Punkt 1.2 kommen. So, und dann schreiben wir hier Durchführung Return Einzug erhöhen für 1.2.1 Treffpunkt bestimmen. Zeitpunkt bestimmen. Bus Fahrplan einsehen und weiteres. Drücken Return, Einzug vermindern. Dann haben wir hier 1.3. Schreiben Durchführung 2, drücken Return, Einzug erhöhen, damit wir 1.3.1 haben. Plan B. Plan C. Plan D. Drücken Return. Einzug vermindern für 1.4. Nach Bearbeitung. Return. Einzug erhöhen für 1.4.1 Wunden lecken Kopf Schmerz bearbeiten. Frau wieder erkennen. So. Bringt zweimal Return für die Aufzählungszeichen aufzuheben. Die Überschrift machen wir fett und unterstrichen. Schriftgröße auf 16, drücken
den Formatpinsel und übertragen das Format. Ja, auch hier bei dir. Machen wir es mal weg. Hier bei Durchführung und hier bei Nachbearbeitung. So, jetzt haben wir eine kleine Gliederungsübung gemacht. Jetzt werden wir Tabellen einfügen und gehen dafür ins obere Menüband auf Tabellen einfügen und klicken auf das Pull-Down-Menü und fügen eine Tabelle mit 4x6 Spalten ein. Zuerst öffnen wir wieder ein neues Dokument mit strg plus n bekanntlicherweise. Dann hier auf Tabellen einfügen. 4x6. Also 4x6. Wir schreiben in die zweite Zeile. Nummer. Man kann jetzt entweder per Mausklick in die nächste Zeile wechseln oder mit den Pfeilen oben, rechts, unten, links, unten, also hier mit den Pfeilen rechts. Dann Vorname. Name. Und Telefon. Und schon haben wir unsere erste Tabelle eingefügt. Wir machen mal eine kleine Tabellenübung mit anschließender Formatierung. Zunächst brauchen wir eine Tabelle von 10x13 Spalten. Also 10x13. Ihr seht aber, dass wir nur 10 Zeilen können hinzufügen in der Breite. Die müssen wir später noch manuell hinzufügen. Wir klicken in die letzte Zeile und gehen auf das untere Menüband und auf den Button Spalten rechts einfügen und klicken da nochmal zweimal darauf. Und schon haben wir 3 Spalten hinzugefügt. Also Spalten rechts einfügen. Einmal, zweimal, dreimal. Der umständlichere Weg wäre oben auf Tabelle. Weitere Optionen wäre hier auf Tabelle. Das war falsch. Also hier auf Tabelle einfügen und Spalten rechts einfügen. Jetzt markieren wir diese 2 Zeilen und gehen unten auf Zellen verbinden. Drücken dreimal Return, 1, 2, 3. Dann klicken wir hier auf Mittig und Zentriert und tippen Umsatz der Firma Zement OHG. Jetzt lassen wir eine Zeile frei und tippen hier Filiale 1 ein. Filiale
So, die 1 wird nicht mehr hier hinzupassen, also müssen wir die Zeile anpassen. Und schreiben diese bis Filiale 7. Also Filiale. Filiale. Dann machen wir etwas kleiner. Nur mit einem Leerzeichen dazwischen. So. Wir lassen hier dieses Feld frei und schreiben dann in die nächste Zeile bis zum Schluss Januar bis Dezember ein. Zuerst müssen wir aber die Tabelle etwas größer ziehen, da sonst die Tabellengröße nicht angepasst werden kann. Also ich ziehe hier die Tabelle größer über die Ränder und verändere hier damit die Ränder. Ziehe das hier etwas größer. Hier schreiben wir dann Januar. Seht ihr, ich muss auch hier die Zeile etwas größer machen. Auch hier etwas vergrößern. Februar. Auch etwas erklären, bis wir vergrößern. Hier ein bisschen größer machen, erstmal ein bisschen größer machen. So. März. Auch hier muss ich vergrößern. Hier kann ich vergrößern. Ein klein wenig kleiner ziehen. So. April. So. Mai. Hier ein bisschen größer, damit irgendwas ist. Hier noch ein bisschen verändern. Juni. Juli. August. September, noch etwas vergrößern. Oktober,
mehr anpassen. November. Dezember. Ich werde hier noch die Tabelle ein bisschen größer ziehen, wenn es geht. Und hier kann man das auch noch ein bisschen kleiner ziehen, damit unser Platz erlangt. Und wir ziehen das noch ein bisschen kleiner. So. Und da habe ich Februar falsch geschrieben. Mache ich das nochmal richtig. Februar. So, ziehe unsere Spalten etwas kleiner. Richte unsere Spalten nochmal ein bisschen ein. So. Ihr seht, da brauchen wir ein bisschen Geduld. Oh, da noch ein bisschen. So. So. Und hier ein wenig. Ah. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen kleiner ziehen, sonst passt nämlich Dezember nicht rein. So, wir ziehen das mal noch so weit ein bisschen kleiner. So, ziehen das so hin. So. Aber wenn es schon an der Tabelle schon einmal steht, kann man dies als Vorlage benutzen. So. Hier noch ein wenig. So. So, es dürfte Dezember hinpassen. Dezember. Jetzt formatieren wir dies und machen es etwas hübscher. Also wir markieren das hier komplett. Gehen auf hier unten im unteren Menüband auf Hintergrundfarbe und machen dies orange. Dann markieren wir hier Januar bis Dezember. Hintergrundfarbe Grau. Und Schriftfarbe Weiß. Und ein bisschen dunkleres Grau mache. Und Schriftfarbe. Natürlich muss ich es auch markieren, sonst geht es nicht. Weiß. So, und schon ist unsere Tabelle fertig. Wir werden noch eine kleine Tabelle machen. Wir fügen an der Tabelle mit 7 mal 4 Spalten ein. Also 7 und 4. Dann verbinden wir
Diese Zellen, also die erste Spalte, verbinden wir die Zellen, schreiben Prämien 2009. Markieren dies und setzen das zentriert und die Hintergrundfarbe schwarz. In der zweiten Zeile schreiben wir Vorname, Name, Umsatz und Prämie. Wir markieren dies komplett und machen es fett. Dann schreiben wir hier die Vornamen rein, also Gerd, Gerlinde, Manfred, Anton und Susanne. Dann hier die Nachnamen: Helfrich, Uhland, Gerster, Schmidt und Huber. Dann hier auf Umsätze schreiben wir 20.000. Das Eurozeichen bekommt man, wenn man Alt, GR und auf den Buchstaben I drückt. Da ist das Eurozeichen abgebildet. Also Alt, GR und das E. Dann hier 45.000. Alt plus Alt, GR und das E. 18.000. Alt und das E. 32.000. Und 46.000. Dann hier die Prämie, einmal nein. Ja, nein und ja. Und schon haben wir unsere weitere Tabelle eingefügt mit Vorname, Name, Umsatz und Prämien. Zum Schluss möchte ich noch über die Rechtschreibkorrektur, Synonyme und Thesaurus erklären. Wir schreiben mal das Wort Herausforderung falsch. Also Herausforderung. Jetzt machen wir mal einen Rechtsklick und wir sehen, wir bekommen Beispiele angezeigt. Herausforderung, herausfordern, Herausforderung. Jetzt ging mal hier mal auf Rechtschreibung und Grammatik. Auch hier kriegen wir Beispiele angezeigt. Herausforderung, herausfordern und Herausforderung. Und hier können wir das ändern, alle ändern oder Autokorrektur machen. Ändern. Ja. Rechtschreibprüfung ist abgeschlossen. Wir schreiben jetzt mal interessieren, also in der Interessieren. Wir wollen dieses Wort umschreiben und suchen dafür Synonyme. Dafür machen wir wieder einen Rechtsklick auf Synonyme. Hier bekommen wir verschiedene Vorschläge angezeigt.
Wir gehen weiter hier auf Pterosaurus. Auch hier bekommen wir verschiedene Möglichkeiten angezeigt. Der Pterosaurus ist ein Wörterbuch. Alternativen haben wir hier zum Beispiel anmachen, ansprechen, faszinieren, Interesse entfachen, Interesse erwecken, interessieren, neugierig machen, reizen, verlocken. Wenn man das Ganze hinterfragt, bekommt man hier auch hier diese Vorschläge: hinterfragen, sich interessieren, nachfragen, nachsuchen, wissen wollen. Ich ersetze das Wort interessieren mal mit dem Wort reizen. Ebenso ist es möglich, einen ganzen Text per Autokorrektur zu korrigieren. Das war es jetzt heute mit unserem Teil. Im nächsten Video wird es um das Thema Tabstops gehen, wie man diese positioniert und einige unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Des Weiteren, wie man eine Adresse so positioniert, dass es in einem Kuvert mit Sichtfenster passt. Falls euch noch nicht den Kopf so raucht. Falls euch mein Video gefallen hat, abonniert mich, macht einen Daumen hoch. Auf einen Kommentar würde mich riesig freuen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder eine E-Mail, die auf meiner Kanalinfoseite steht, und folgt mir auf Google Plus und auf Twitter. In diesem Sinne, euer Stefan.